Hier wird's kalt. Irgendwas passt denn nicht. Ist die überhaupt warm da vorne? Weil der Strahler ist. Das interessiert dich da sonst auch nicht, ob mir warm ist. Ja, aber der Strahler, der heißt jetzt ja umsonst, der ist extra für den Kameramann. Das ist richtig, aber ich komme ja noch dahinter. Okay, also. In einer Stunde oder so. Wir machen heute für dich und für uns. Warum für uns? Weil wir haben Kohldampf. Sonst würden wir abnehmen. Das wollen wir nicht. Wir machen ein One-Pot-Barbecue-Pie. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was zur Hölle ist ein One-Pot-Barbecue-Pie? Das werden wir euch nach dem Intro erzählen. Für unser Barbecue-Pie brauchen wir ein paar Sachen. Wir brauchen hier 2 Wraps. Das ist der Standardgröße. Passt auf, da gibt es die ganz großen. Die wollen, brauchen wir nicht, weil der Dutch Oven dann so klein ist. Drum die. Dann haben wir hier geriebener Käse. Das ist Cheddar, richtig schöner Cheddar. Der unschöne Cheddar, ja, steht am Regal. Genau, der ist im Regal. Dann haben wir hier 500 Gramm gemischtes Hackfleisch, einmal Creme Fraiche, Magic Dust. Hier haben wir Sonnenmais. Dann haben wir hier Zwiebeln, eine halbe. Hier drin versteckt sich schwarze Oliven, schön in Ringe geschnitten. Hier Jalapenos. Ich hoffe, das sind Jalapenos. Hm? Ich glaube, Gordon hat es besorgt, nicht. Tomatensauce und ein Dutch Oven. Diesmal machen wir es nämlich anders. Hier hinten, ihr seht schon, sieht man das? Ja, das sieht man. Hier sind so viel Kohlen, liegt da dran, wir brauchen später noch mehr, weil wir noch ein anderes Gericht aus dem Dutch Oven machen. Aber für dieses Gericht brauchen wir nicht viel. Warum? Weil jetzt wir anfangen zum Schichten und dann merkt er nämlich ganz schnell, dass wir diesen Dutch Oven jetzt noch nicht auf das Feuer packen, weil sonst wird es uns alles verbrennen. Das machen wir erst später. Jetzt nehmen wir unseren Dutch Oven. Hier haben wir unseren Dutch Oven, den machen wir jetzt erstmal auf. Hier haben wir unsere 2 Wraps, da brauchen wir jetzt erstmal einen davon. Wenn der Gordon bereit ist, sagt er dann Go. Wahrscheinlich muss das Licht noch anmachen, ich warte mal nur kurz. Go. Und dann, oh, der Nipsi tun wir da auch weg. Dann nehmen wir unseren Wrap und tun einfach rein, also wie gesagt, ein 4,5er Dutch Oven. Schaut euch das an, schon mega cool, passt eigentlich mega geil. Das war jetzt eher Zufall. Dann kommt unser Hackfleisch. Das wird's mir jetzt mal so noch nicht. Mal einfach anders ausprobieren. Das legen wir jetzt hier rein. Das sind 500 Gramm, was ich vorher gesagt habe. Drückst du es noch ein bisschen an? Ja, ja. Jetzt lass mich doch einfach mal machen. Ach so, ja. Mach du dein Mikro aus immer, wenn dein Mikro anders schmeißt, du musst mitreden. Hey, lass mir doch das Reden hier nicht verbieten. Definitiv nicht. Die wird nachher das Reden vergehen. Ja, ich glaube auch. Dann nehmen wir unsere Zwiebeln. Dann hier ein paar Zwiebeln. Dann kommt unser Magic da. Magic Dust. Oh. Magic Dust drauf. Das Wichtigste. Käse. Käse. Und Käse kann nie genug sein. Weil wir sind der Käse-Tischer. Dann kommt unser zweiter Wrap drauf. Jetzt merkt ihr schon, jetzt schließt sich der Kreis. Ich habe nur vorher gesagt, Und der Dutch Oven und der Kreis. Ich finde es ganz gut, dass es so Wölbung gibt. Dann kommt unsere Tomatensauce drauf. Warte, ich brauche jetzt erstmal einen Löffel. Ein schöner Metalllöffel. Ich hasse Metalllöffel. Dann die Tomatensauce. Ja, da können wir alles nehmen. So. Die verstreichen wir schön. Dann nehmen wir ein bisschen Creme Fraiche. Grey. Schön, dass dein Arm dazwischen drin ist. Jetzt brauchen wir schon wieder einen neuen Löffel, weil sonst haben wir hier Sauerei da drin. Ach, das tun wir jetzt einfach so klecksig drauf, oder? Mhm. Dann Käse nochmal. Jetzt da nehmen wir unsere Jalapenos, verteilen die schön drauf, weil dann gibt es eine schöne Schärfe. Einfach schön verteilen, dass jeder nachher ein schönes Stück kriegt. Dann nehmen wir unsere Oliven. Dann nehmen wir unseren Mais. Dann tun wir den restlichen Zwiebeln da drauf. Guckt euch das an, das sieht ja schon mega geil aus, würde ich jetzt mal sagen, oder? Also sieht mal richtig geil aus. Und machen den Deckel jetzt zu. Also wir lassen jetzt Kohlen unten komplett weg. Und packen 5 Kohlen oben drauf. Also das wird jetzt ein Versuch, ich weiß nicht, ob es klappt. Ich würde aber so ein bisschen indirekt noch machen. Das heißt, einfach so ein bisschen Kohle, ja genau, ein bisschen außen rumlegen. Ja. Ja, ihr wollt es ja einfach nur sagen. Ich wollte es einfach so machen, ohne dich zum Fragen. Okay, dann mach mal. Guck. So, dann haben wir ein bisschen Indirect Heat. Müssen wir wirklich aufpassen, dass nichts unten reinkommt. Du könntest noch gerade stellen in die Mitte so ein bisschen. Könnt ihr machen. Dann ist das alles noch ein bisschen cooler so. Wir gucken nachher noch rein, weil wir mal. Also ich rechne jetzt mal mit 30, 40 Minuten sowas. Wir sehen uns jetzt wieder. In 40 Minuten. Also für dich, nicht für uns. Ja.
gleich. Jetzt sind 40 Minuten rum. Der Deckelhuber ist hier in der Hand. Und dann machen wir das auf. Gucken gemeinsam rein. Und sieht doch schon sehr geil aus. Wir haben vorher schon mal reinguckt, weil wir mit dem Thermometer runtergestochen haben, um das Hackfleisch zu messen. Nicht, dass das Hackfleisch nur 20 Grad hat und wir holen das Ding da raus. Aber guckt euch das an. Ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert hat, wie wir das wollten, dass man die Kohlen außen rum macht. Aber das ist so eine Alternative. Sonst hätte man es im Backofen packen müssen. Aber ich würde sagen, wir holen es jetzt einfach mal raus. Das Schlimme ist, ich darf jetzt halt nicht am Boden hinkommen. Wir haben uns jetzt entschieden und diesen Fehler macht ihr jetzt bitte nicht, weil wir wollten das jetzt so schön raushebeln und dann wie Kuchenei nehmen. Also so war eigentlich unser Plan. Mhm. Da hätten wir den Deckel aber erstmal auflassen sollen, eine Viertelstunde vorher, dass die ganze Flüssigkeit rauskocht. Weil jetzt haben wir das Problem, die Flüssigkeit ist drin, aber das ist ja kein Abbruch. Also wir werden es jetzt so tun, wir werden es jetzt einfach da drin rauslöffeln, weil es ist ja ein One-Pot, alles ganz chillig. Sagt er. Ja. Ich bin jetzt echt mal gespannt. Anbackt ist jetzt auch nichts, weil die tut es mal wieder so rein. Da, wenn man das sieht. Sieht man das? Mhm. Guckt mal, sehr geil. Aber ziemlich viel Flüssigkeit drin, seht ihr? Ha, ein bisschen Fehler gemacht. Aber gut. Ist so. Jetzt mache ich das so wieder rein. Und jetzt isst man das einfach mit Gabel draus. Und hier ist der gute Mann, jetzt ist er vor die Kamera. Mhm. Das sieht so dunkel irgendwie aus. Gell? Nein, alles gut, ja? Oder? Ja, alles super. Und jetzt probieren wir mal. Mhm. Leider hat es nicht so funktioniert, wie wir wollten. Gut, ist halt so. Aber ist bei Lasagne ja auch nicht anders. Oh, ich finde es aber geil, da sind schöne Stücke Hackfleisch drin, da kann man so ein richtiges Ding raus. Ja, bei Lasagne ist auch nicht anders, stimmt. Jetzt komm doch einfach her. So, mit Hackfleisch. Einen guten. Dann einen guten. Geil. Oder? Mit den Leifen. Bisschen so ein Dings noch dazu. Auch geil. Die Jalapenos haben noch ein bisschen Dampfbums. Ohne Witz, das ist wie Lasagne. Mhm. Das ist eine Barbecue-Lasagne. Barbecue-Lasagne für Männer. Oder Frauen, die Girls. Also viel besser kannst du den nicht machen, außer dass du das einfach die Flüssigkeit noch ein bisschen rauslässt und dann wirklich so einen richtigen Kuchen rausschneidest. Aber ich bin begeistert. Durm ist nicht. Ich bin wirklich begeistert. Das schmeckt richtig gut, total lecker. Und wenn der Manuel jetzt immer wieder da reinhaut, dann schmeckt es wirklich gut. Jetzt werden wir uns mal noch ein bisschen das alles hier noch schmecken lassen. Und dann hoffen wir, dass dir das Video gefallen hat, du einen coolen Kommentar halt hinterlässt. Wir kommentieren sehr gern zurück. Falls du uns noch nicht abonniert hast, dann darfst du das spätestens jetzt gerne tun und natürlich noch ein Abo dalassen. Habe ich doch gerade schon gesagt, Abo dalassen. Ich wollte eigentlich sagen, die Glocke sollst du noch aktivieren, weil dann erfährst du nämlich immer, wenn ein neues Video von uns rauskommt. Das kommt immer dreimal die Woche, Dienstag, Donnerstag und am Sonntag. Was machst du jetzt eigentlich hier? Du musst das da am Rand nehmen. Guck mal, das Anpacken. Ne? Geil, ja. Das ist mega. Also Dienstag, Donnerstag und am Sonntag kommt ein neues Video. Dreimal die Woche gibt's mal richtig was Cooles. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann auf jeden Fall, habe ich gerade alles schon gesagt, ich wiederhole mich nur noch. Ich sabber nämlich jetzt, weil ich habe Hunger und der Manuel haut schon alles rein. Und bevor ich hier nichts mehr abkriege, machen wir jetzt den Abspann. Also, schalt das nächste Mal wieder ein. Und zwar, wenn es wieder heißt MTÜ Barbecue. Geil. Das schmeckt wirklich geil. Der Rand muss ich mal ran essen.